Howdy, meine kleinen Cowboys. Ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen wieder hier bei Workshop Nummer 5. Wir haben heute wieder, wie ich es immer wieder sage, ein schönes neues Projekt. Einen Ford Raptor. Einen F-150. Diesmal einen richtigen. Ich weiß, wir haben schon was auf dem Channel mit dem F-150. Der gehörte damals Rob. Der hat ihn umgebaut auf dem Raptor. War auch schon fast so, wie der Raptor sein sollte. Aber nun haben wir ein echtes Schmuckstück hier. Was, wie, warum? Wenn wir gleich machen. Wir gehen erstmal am besten runter, jetzt sage ich, was wir gemacht haben. Dann fahren wir los, machen wir ein paar Faszien und spritzen mal den riesen Pickup mal ab, weil der ist ziemlich dreckig. Bis gleich. Durchmesser der Endrohre. Zack. Außendurchmesser 125er, 126er. Ja. So, noch einmal. Original haben die Endrohre Durchmesser 114. Jetzt haben wir unsere neuen Endrohre dran geschweißt, die haben 126 mm Durchmesser. Ja, wir gehen mal einen Schritt zurück, wir fangen mal an. Hier beginnt die Verrohrung, ja, die muss hier über die Achse gehen. Hier rechts haben wir ein schönes Hitzeschutzblech eingebaut, damit der Reifen hier nichts abbekommt. Das ist sehr wichtig. Nun kommen wir zu einer Konstruktion von der Mitte mit den zwei Schalldämpfern, gerade mit der Klappenfunktion. Sieht sehr geil aus, klingt auch top. Ja, hier war es auch wiederum wichtig, dass es auch zugelassen ist. Wir haben auch eine Downpipe dafür gebaut mit H&S-Cuts. Mit einem E-Prüfzeichen. Kannst du einmal drehen. Da hast du da einen Cut. Man kann in dieses Detail verliebt sein, sollte es aber auch. Ja, das ist schon eine Kunst für sich, was die Jungs hier zaubern. Optik bombastisch, jetzt gehen wir mal zum Tank rüber. Wir gehen mal hoch, fahren mal den Wagen hier raus und fahren mal zu unserem Spot. Und wie ich schon bereits erwähnt habe, quatschen wir ein bisschen. Kommt mal mit. Now we can gonna drive with this American car. I like this car because this car is very massiv. Auto, liebes Auto, was bist du bitte für ein unfassbar monströses Viech? Natürlich genau einer der Autos, die genau mein Ding sind. Ich bin ein großer, dicker Mann und stehe natürlich auf solche massiven Fahrzeuge. Es gibt natürlich, guck dich mal den Michi an. Guck mal, das ist unser Pförtner. Wir haben speziell nur einen Pförtner eingestellt. Mach ich mal das Fenster. Ich mach das Fenster mal runter, guck ihn dir nochmal an. Ich vermute, dass wenn der noch ungefähr ein Jahr hier arbeitet, wird er wahrscheinlich einen Body-Mass-Index von 40 haben, so fett wie der geworden ist. Mann. Sprach der mit dem Astralkörper. Technische Daten. 3,5 Liter Turbo, Biturbo, 457 PS. Jetzt fängt der eine oder andere an zu sagen, 6-Zylinder, kein 8-Zylinder. Ja, ist eben so. Ich meine, die ersten Raptors, die wurden mit 8-Zylinder noch gebaut. Die neuen jetzt nicht mehr. Ja, irgendwann mal ist es im Leben so, dass Veränderungen entstehen, das weiß man auch im privaten Leben. Ja, oder man ärgert sich wahrscheinlich auch über Sachen, die sich ändern, wie zum Beispiel bei McDonald's, wenn der Cheeseburger nicht mehr 1 Euro kostet, sondern mittlerweile 1,50 Euro oder 2 Euro. Ja. Zugleich ist es auch hier mit den Amikarren. Auch die müssen ein bisschen downsizen. Mir gefällt es natürlich auch nicht vom Klang her, weil ein 8-Zylinder deutlich schöner klingt als ein V6 oder 6-Zylinder. Auch wieder eine Auslegungssache. Ja. Vielleicht magst du gerade den 6-Zylinder-Klang oder du den V8. Aber ich muss sagen, wir haben schon wirklich das Maximalste hier rausgeholt. Der Kunde wollte es offen sehr laut haben. Geschlossen natürlich legal. Klingt sehr knorke. Ja, was kann man so generell zum Auto sagen? Das Auto ist für speziell große und dicke Männer gedacht. Ich würde mal sagen, wie ich in so einem Blog gelesen habe, Traumauto für Drecksäcke. Das trifft es, glaube ich, ganz genau sogar. Hier nach oben, wenn du mal schaut, hier haben wir das Reichendach, wie ich das immer nenne, also das Art Panoramadach, sodass die Kinder oder die Mitfahrer hinten auch einen schönen Blick nach oben haben. Fand ich schon immer geil, hat mir sehr gut gefallen. Verarbeitung ist natürlich auch wieder deutlich geiler geworden als im Vergleich zu früher, wenn du die Autos aus 2005 bis 2010 gesehen hast. Hier hast du alles drin. Also wirklich Klimasitze, gut, Sitzhaltung ist ja mittlerweile normal, aber das Lenkrad sieht aus wie bei der Raumschifffahrt. Ich weiß gar nicht, wofür alles ist. Ich werde es auch nicht nutzen, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Es ist aber auch nicht meine Aufgabe, das Auto jetzt hier zu bewerten, weil wir Abgasanlagen bauen. Aber nur um es nur kurz anzudeuten, das Auto ist überragend. Ich meine, in Amerika fängt der Listenpreis bei $50.000 an. Das sind so um die 43.000, 44.000 Euro oder 45.000 Euro, keine Ahnung, wie der Dollarkurs steht. In Deutschland kriegst du so ein Auto, glaube ich, für um die 100.000 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ist natürlich schon Hammerpreis für so viel Auto. Ja, hier hast du wirklich, hier fehlt ja nichts. Ja, wir fahren mal erstmal den Wagen sauber machen. War es sexy? War ich geil? Nee, ne? Komm, wir fahren jetzt. Wir machen jetzt mal die Fahrszene. Und jetzt ist der Wagen auch sauber genug, damit du einen schönen optischen Carpon machen kannst. Denn er ist so wirklich im Licht und jetzt sauber. Muy bien. Los!
was am meisten gefehlt hat, ist, glaube ich, jetzt da. Also wenn du gerade diesen Koloss fährst, erwartest du mal diesen V8-Klang. Es ist natürlich kein V8, sondern V6, aber jetzt hören wir mal kurz hin. Beschleuniger. Das ist schon geil. Jetzt weiß man auch, dass der Wagen Leistung hat. Das passt auch zu so einem großen, dicken Mann wie mir jetzt. Jetzt machen wir mal die Fast hin. Ein Freund von mir sagen würde, halt, stopp! Denn beruhigt haben wir uns noch lange nicht. Ja. Bist du schon mal mit über 2,5 Tonnen von 105 Sekunden gefahren? Nee. In einer tollen Abgasanlage. Das zeige ich dir doch jetzt. Bereit? Alter, Respekt. Respekt vor dieser, von diesem geilen Auto. Supi, supi geile. Das Auto ist aber nicht dafür da, um es so auszunutzen, ich sag mal, jedes Mal das rauszukitzeln, was der Wagen darf oder kann, sondern dafür da zum Gleiten. Und dafür klingt es sehr schön. Können wir nochmal hier demonstrieren. Scheint nur zügiger. Yummy, 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 das schmeckt. Klappe zu. Jetzt kann man natürlich auch wieder ohne weiteres mit der Familie in den Urlaub fahren. Und es stört keinen die Lautstärke. Das Schöne bei dem Wagen ist, er hat satt Leistung, er klingt jetzt ordentlich und er kann aber auch leise sein. Das heißt, das Auto ist verwandelbar. So, Klappe zu, ich beschleunige zügig. Hört ihr was? Ja, klar, man hört den Wagen schon, aber im Vergleich zu auf und zu ein himmelweiter Unterschied. So, in dem Sinne bedanke mich für alles, dass ihr zuschaut, euch das reinzieht, was wir euch zeigen. Ja. Ich danke euch für die ganzen Kommentare über das ganze Jahr, was ihr hochgeladen habt. Ja, wenn ihr sowas auch haben wollt, wisst ihr Bescheid, dann meldet euch bei uns. Die verschiedenen Kanäle kennt ihr, Instagram, Facebook oder persönlich vorbeikommen. Macht das einfach. Bin sehr glücklich, wenn ihr euch meldet. Habt euch lieb, tschüss, euer Radek.